Hallo und herzlich willkommen zu dieser Repaint-Vorstellung für den Intercity-Steuerwagen des Intercity-Expert. Ich habe euch hier eine Reihe an Lackierungen mitgebracht, die ich euch hier mal aufgestellt habe in Würzburg. Und wir gehen mal einem nach dem anderen durch. Es sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Lackierungen. Davon einige, die sich doppeln. Und dann habe ich sie da hinten auch nochmal im Lokschuppen aufgestellt. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal einen nach dem anderen an. Ich kann euch leider nicht alle Repaints verlinken. Das wäre jetzt einfach viel zu viel. Ich habe mir auch leider nicht bei allen Repaints merken können, wer die erstellt hat. Aber die Namen bringen euch sowieso nicht so viel, weil man eigentlich ja auch nicht nach den Namen suchen kann im Creators Club. Wenn ich die entsprechenden Links doch noch genau finde, dann packe ich sie irgendwie in den Kommentaren rein oder in die Videobeschreibung. Aber erstmal würde ich sagen, gucken wir uns einfach mal die ganzen Repaints an. Natürlich eine ganz tolle Arbeit, die ihr da leistet im Creators Club, die Repaints zu erstellen und dann hochladen. Das dauert alles sehr viel Zeit. Und wir fangen einfach mal an mit einem meiner persönlichen Lieblings-Repaints. Das ist der 50 Jahre Intercity Steuerwagen. Das ist von meinem guten Freund, dem Cat Gaming. Der hat dieses Repaint hier erstellt. Davon gibt es auch noch eine andere Version. Aber ich würde sagen, wir gucken uns einmal das hier im Detail an. Natürlich alle Details, die wir da so brauchen. Intercity-Logo ist damit dabei. Aber das Besondere ist dann eben dieser Teil des Steuerwagens, der hier in dieser TEE-Farbgebung dann anzutreffen ist. Natürlich alle relevanten Bremsgewichte und so weiter und so fort. Ist ja jetzt mittlerweile mit dem Intercity-Expert ja wichtig, dass die auch in den Repaints mit dabei sind. Naja, also wir sehen das ganze Bremsgewicht. Das Gewicht des Zuges liegt bei 53 Tonnen DB Fernverkehrs AG. Und dann haben wir hier noch das Logo, das Bundesbahn-Logo, das hier noch so nachgemacht wurde. Die entsprechenden Zulassungen in Deutschland, Österreich, Ungarn, Frankreich, Schweiz und Tschechien. Die UIC-Bezeichnung haben wir auch noch, dass wir auf jeden Fall den Steuerwagen auch noch anrufen können. Also das funktioniert alles. Genau, und hier noch das ganze DB in Kooperation. Ich weiß nicht genau, was dieses 13 Plus sein soll, aber ja, schön sieht er auf jeden Fall aus. Der Steuerwagen in dieser 50 Jahre Intercity-Lackierung. Die 101 gibt es auch in dieser 50 Jahre Intercity-Lackierung, allerdings nicht die Expert 101, sondern die bisherige. Für die Expert 101 gibt es überraschend wenig Repaints bisher, aber ja. So, jetzt ist es natürlich unvorteilhaft, wenn wir uns das nächste Repaint angucken wollen, weil da uns entsprechend der Zug hier im Weg steht. Aber wir kriegen das schon irgendwie gewuppt, würde ich sagen. Vielleicht, indem wir ein bisschen das Sichtfeld hier mal zurücknehmen, dann sehen wir ein bisschen mehr. Das ist im Grunde genommen eine Version von dem gleichen Repaint, nur allerdings halt eben von einer anderen Person. Und also ich will das gar nicht so gegenüberstellen, aber man erkennt auf jeden Fall schon, das linke Repaint hat schon so einen deutlich realistischeren Touch. Ne? Einerseits vorne diese Partie, die hier so gräulich ist, die ist in Realität halt eben so dunkel und nicht so hell wie bei dem. Außerdem ist das DB-Logo ein bisschen sehr klein geraten hier vorne. Genau, also so viel dazu. Und das Weiß passt auch nicht so ganz. Das ist so ein bisschen sehr strahlend. Aber auch hier gucken wir uns mal eben an, was wir hier so an Details haben. Also das Intercity-Logo ist auch mit dabei. Ansonsten, genau, 50 Jahre Intercity haben wir hier auf beiden Seiten, kann man hier so schön sehen. Auch hier allerdings, wie gesagt, die Bremsgewichte und so ist auch mit dabei. Also was heißt, wie gesagt, das habe ich jetzt dem Repaint noch gar nicht gesagt. Ja, also auch hier detailliert, wenn euch das mehr gefällt, auch definitiv sehr gut gemacht. Das Bundesbahn-Logo ist mit dabei. Dann haben wir die UIC-Nummer 9180-8091-118-0 und auf der anderen Seite haben wir, müsste eigentlich ja die gleiche Bezeichnung sein. Genau, also da hat sich auf jeden Fall jemand Mühe gegeben, die entsprechende Bezeichnung auch noch rauszusuchen, anhand von Fotos abzugleichen und dann auch hier dieses in Kooperation. Hier steht jetzt ein B. Na gut. Genau, also so viel zu dem. Ich würde sagen, wir fliegen wieder zurück und gucken uns mal das nächste an. Das nächste Repaint ist ein DB-Netz-Repaint. Gibt es auch in Realität, ne? Wirkt zwar ein bisschen komisch, aber DB-Netz oder Fahrwegemessung gibt es eben auch unter der Bezeichnung 721101 läuft das Ganze hier. Man merkt auf jeden Fall, wurde das Repaint mit oder an der Konsole erstellt, weil hier zum Beispiel das DB-Logo fehlt. Das gibt es hier als Mod für den PC und hier fehlt es dann leider. Ja,
was haben wir hier? Fahrwegemessung oder Fahrwegmessung haben wir auch dabei. Was dann leider fehlt bei dem Repaint sind die ganzen Anschriften am Wagenkasten. Das ist halt einfach wichtig mittlerweile, zumindest bei der Expert 101. Ja, Netzinstandhaltung. Aber es reicht auf jeden Fall dennoch, um sich mal irgendwie so ein gutes Szenario da mal sich mal da anzuspielen, wo man vielleicht mal so einen Testzug oder sowas fährt. Gibt es ja auch sicherlich die einen oder anderen von euch, die ja auch noch Szenarien bauen. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, mal so ein so ein DB-Netz-Steuerwagen mal zu fahren. Wenn ihr das machen wollt, macht es doch gerne, ladet es hoch im Creators Club und dann können wir das gerne zusammenspielen. Dann haben wir hier diesen roten Steuerwagenkopf und zwar das Ganze in dieser Abschiedslackierung, mach's gut, im DB-Museum BIMBDZF. Also es geht da praktisch um den um die Abschiedstour der Intercity Bordbistros mit den Drehfalltüren, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ne, das wird auch hier so ein bisschen angedeutet. Auch hier haben wir die ein oder anderen Details am Rand. Ich habe jetzt nicht gesehen, doch ja, die Bremsanschriften sind auch vorhanden, also auch schön gemacht. Ich überlege gerade, ob auf der anderen Seite vielleicht das Repaint die Anschrift nicht von der Klimaanlage aufgefressen wird. Ja, genau, mach's gut im DB-Museum BIMMBDZF 287 Abschiedsfahrt Drehfalltür 21.02.2024. Gar nicht so lange her und seitdem gibt es auch keine Bordbistros mehr mit Drehfalltür in den Intercities. Also schön gemacht. Auch hier vielleicht so eine kleine Sonderfahrt als Szenario kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn das einer von euch bauen möchte. Ich würde mich auf jeden Fall sehr dafür interessieren, das auch mal zu fahren. Vielleicht gibt es ja eine passende Strecke im Simulator. Ich weiß nicht genau, wo der Zug in Realität unterwegs war. Aber ja. Dann haben wir noch eine 50 Jahre Intercity-Lackierung. Habe ich auch noch gefunden. Ist wirklich noch ein drittes Repaint. Auch hier schauen wir mal den Detailgrad uns an. Ja, auch hier der Detailgrad sehr hoch. Ne, auch die ganzen Anschriften sind vorhanden. Die Bezeichnung passt auch soweit. Jawohl, ne? Auch wirklich ein wundervolles Repaint. Ja, hier ist es dann schon wieder eher so diese. Ja, wobei, ach, das ist gar keine 13, kann das sein? Das ist so eine Art. Das ist ein B. Vermutlich irgendwas in Richtung Modellbau, kann das sein? Ja, Nichtraucher, das ist klar, das kennen wir. So, andere Seite gucken wir uns natürlich der Vollständigkeit halber auch noch kurz an. Huch. Auch hier. Wirklich schön gemacht. Ne, gerne ein Szenario dazu. Würde ich gerne spielen. Und dann haben wir jetzt hier drei Repaints für den München-Nürnberg-Express. Vier sogar, da hinten ist sogar noch eine. Vier verschiedene Repaints. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht bisher, ob da Repaints auch zufällig in den Fahrplan hineinsubben oder nicht. So lange habe ich noch gar nicht die Repaints installiert, als dass ich das behaupten, selbst Erfahrungswerte dazu hätte. Bin mal gespannt, ob man die tatsächlich zufällig sieht oder nicht. Genau, also München-Nürnberg-Express auf der Strecke München-Nürnberg unterwegs. Der schnellste Regionalexpress Deutschlands, wenn man so möchte, mit 200 km/h. Wurde ursprünglich, ersetzt werden sollen durch die Baureihe 102 und den Skoda Dostos. Allerdings ist dieses Fahrzeug so dermaßen störungsanfällig gewesen, dass die jetzt doch wieder, glaube ich, nicht mehr im Einsatz sind oder zumindest nicht mehr vollständig im Einsatz sind und stattdessen wieder die guten alten Intercities mit Steuerwagen unterwegs sind. DB Regio Lackierung wird allerdings, glaube ich, von DB Fernverkehr betrieben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die Lackierung wurde definitiv am PC, an der Konsole erstellt. Es fehlt halt eben das richtige DB-Logo. Man merkt es auf jeden Fall. Wo es auch nicht fehlt, ist diese Lackierung. Die mit der Bahnland Bayern Lackierung. Wir sehen das hier noch mit dem Logo drauf. Bahnland Bayern. Genau, also praktisch so eine neuere Variante. Und hier auch noch deutlich höherer Detailgrad. Hier mit dem Fahrrad. Sehr, sehr schön. Auch das gefällt mir sehr gut. Alle Anschriften sind vorhanden, die vorhanden sein müssen. DB Regio AG. Jawohl. Ja, ne, das ist absurd irgendwie, das DB Regio. Dann habe ich das vorhin fälschlich gesagt, ne? Also, dann ist es doch DB Regio, die den Intercity betreiben. Regionalexpress betreiben. Und dann gibt es noch, diese beiden Repaints sind vom gleichen Ersteller gemacht worden. Dann gibt es hier halt eben noch diese andere Version, wo vorne eben
Also hier seht ihr es, hier ist es halt eben weiß und hier ist es eben dieser durchgängige rote Streifen. Und ansonsten weiß ich gar nicht, ob es noch groß weitere Unterschiede gibt. Mahnland Bayern, auch das Logo ist wieder hier vorhanden. Fahrradmitnahme begrenzt, München-Nürnberg-Express. Jawohl. Wäre ja schön, wenn wir irgendwann mal im TSW eine Strecke hätten, wo wir den auch tatsächlich fahren können, den München-Nürnberg-Express. Diese Lackierung sind wir bereits schon gefahren, und zwar im letzten Video, ich verlinke euch das nochmal, der Interregio in Koblenz vom guten Cloven, das Repaint haben wir uns schon wirklich en detail angeguckt, der Vollständigkeit halber fliegen wir auch noch einmal hier dran, das ist wirklich ein wundervolles Repaint, farblich alles hervorragend, alle Details, die notwendig sind, sind auch vorhanden. Da kann man überhaupt nicht meckern, da darf man gar nicht meckern. Es ist wirklich wunderschön gemacht. Und auch von Cloven das Repaint, das wir hier sehen, in dieser, ja, in dieser Intercity-Lackierung mit dem Begleitstreifen. Auch hier alle Details vorhanden, müssen wir gar nicht wieder im Einzelnen abgehen. Wir sehen es einfach, da hat der gute Cloven auch wirklich zwei wundervolle Repaints rausgehauen. Mit dazu übrigens bei diesen beiden hat der Cloven auch die entsprechenden Wagen angepinselt. Das heißt also, man kann wirklich ganz vollständige Zugverbände mit den Expert-Wagen auch dann machen und bilden. Und ein letztes Mal auch nochmal ein weiterer München-Nürnberg-Express, ebenfalls mit dem Bahnland-Bayern-Logo. Ja, hier fehlen dann so ein paar Details. Ihr seht es, das wurde dann hier so ausgespart. Und auch ansonsten, also das Repaint, da hat sich sicherlich jemand Mühe gegeben, aber ich würde das ehrlicherweise nicht weiterempfehlen, weil es wirklich bessere Repaints gibt als das hier. Nicht, dass ich die Arbeit gering schätzen möchte, ne? Das wird auch viel Zeit gekostet haben, aber wenn es halt eben schon deutlich bessere Alternativen gibt, dann gibt es halt eben deutlich bessere Alternativen. Jawohl, das war's. Das war eine kleine Repaint-Vorstellung mit den ganzen wundervollen Repaints. Ich habe sie auch hier einfach nochmal aufgereiht an der Drehscheibe. Also es ist wirklich einfach hervorragend. Es ist einfach fantastisch, dass wir mittlerweile dieses Fahrzeug im Simulator haben. Und all diese verschiedenen Möglichkeiten, die sich dadurch eröffnen, allein die Tatsache, dass wir jetzt noch so einen schönen Netzinstandhaltungszug fahren können, ist doch einfach wundervoll. Ja, ich würde mich an dieser Stelle eigentlich nur interessieren, welcher dieser Repaints für euch, ja, eurer Meinung nach das Schönste ist, das Beste oder das, worauf ihr euch am meisten jetzt gefreut habt. Vielleicht habt ihr da entsprechende Meinung zu, ansonsten kann man sie auch einfach nur so genießen, die ganzen Repaints. Herrlich, ne? Also das ist wirklich ein schönes Bild. Mit diesem Bild verabschiede ich mich von euch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.